Sie werden zu 12 sein. 12? Du sagtest ein Paar. Ja, und Jesus und wir beide, das bedeutet dann... Ich kann nicht rechnen, mach du das. Das ganze Dorf ist heute gekommen, um zuzuhören. Ist das nicht aufregend? Ja, total aufregend. Ich bin außer mir. Willst du die ganze Zeit dort sitzen bleiben? Ich warte auf Jesus. Ja, natürlich. Was meinst du, wie lange hat Jesus gedauert? Und Matthäus hat gesagt, er hat auf dem Weg hierher einen Leprakranken geheilt. Leprakranken? Ja, das kann ziemlich lange dauern. Er ist durch seine Berührung gesund geworden. Ich habe zu viele salzige Knabbereien. Oh nein, ich brauche mehr Süßigkeiten. Das geht nicht. Martha, ich würde mir nicht so viel Gedanken um das Essen machen. Natürlich, du nicht. Jesus ist nicht so anspruchsvoll. Nicht sehr anspruchsvoll. Mach dir doch nicht so einen Stress. Es ist doch nur Jesus. Nur Jesus. Und 12 seiner engsten Freunde. Jesus war nicht wegen dem Essen hier. Aber meine Appetithäppchen sind doch fantastisch! Jesus
zwar wegen uns hier. Aber meine Appetithäppchen sind fantastisch. Was ist dir aufgefallen an ihm? Seine Freundlichkeit. Ich habe zugehört. Nein. Da musst du dich zweimal rufen. Du hast nicht zugehört. Ich habe zugehört. Martha, du warst so geschickt, deinen Kiel zu kugeln. Ich habe zugehört. Er sagte Martha. Martha! Ich habe zugehört, aber diese kleinen bisschen wollten wir einfach nicht auf diesen Käsekugeln bleiben. Du hast recht, ich habe nicht zugehört. Toll, jetzt habe ich alles vermasselt. Ist das das, was du mir sagen wolltest? Nein, du hast gar nichts vermasselt, du warst großartig. Guck mal, jeder fühlt sich bei uns wohl. Wirklich? Ja, wirklich. Jeden Sonntagabend kommen unfassbar viele Leute bei uns zum Essen und das doch nur wegen deiner Süße und Fleischbällchen. Ich liebe meine Fleischbällchen. Und keiner macht es besser als du. Das stimmt doch. Ja, aber schau, du hast es mitbekommen. Ich stehe jetzt den ganzen Tag in der Küche. Seit 3 Stunden habe ich jetzt alleine hier diese Deko vorbereitet. Ich habe das hingestellt, ich habe hier die Becher hingestellt, ich habe eingestellt, ich habe den besten Wein gekauft. Und ich habe alles vermasselt. Was habe ich denn falsch gemacht? Du gibst dir so viel Mühe. Das war's. Ich weiß. Komm, ich wasche ab heute. Maria, setz dich bitte zu mir. Und das Geschirr? Komm, setz dich. Habe ich etwas verpasst? Viel. Erzähl mir, was ich verpasst habe.